Die Entstehung des Mythos des Wunders von Wörgl, die Entstehung des Mythos von Gradido und ähnlicher Dinge. Also, wie konnte diese ganzen Geldvorstellungen, Zinsvorstellungen, Lebensgeld und so weiter, ist die wahre Geschichte der Entstehung solcher Mythen? Ich habe heute an einer Sendung über Gradido zugehört, teilweise, und da ist mir deutlich geworden, wie die Entstehungsgeschichte ist. Also, wir haben sozusagen vor 400.000 Jahren erfindet die Menschheit in einem vorher intakten Universum Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und Ferntauschhandel. Vor 400.000 Jahren dürfte es begonnen haben mit der Erfindung des Tausches. Spätestens vor 140.000 Jahren dürfte dann endgültig der Ferntauschhandel erfunden sein. Und so dass wir also ungefähr zwischen 140.000 und 400.000 Jahre Evolution zum Schlechten hin haben. Das bedeutet, dass lauter miteinander im Krieg stehende Sparten entstanden sind, die also sozusagen nicht nur kooperativ zur Gesellschaft wirken, sondern auch gewaltig antikooperativ wirken. Wobei dann das antikooperative Verhalten entweder versteckt wird durch kriminelle, aber bewusste Lügen oder durch vorteilbringende Irrtümer, die geglaubt werden. Es wird also nicht bewusst gelogen, aber es wirkt genauso, als würde gelogen werden. Da vertun sich ja auch dann die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die immer denken, allen müsse doch bewusst sein, dass sie kriminell lügen würden. Aber der Witz ist, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die elegantere Möglichkeit der Evolution des Lebendigen sind, um antikooperatives Verhalten zu begünstigen, ohne dass demjenigen bewusst ist, dass er sich antikooperativ verhält. Ja? Und dadurch entstanden die Sparten, und die schlimmsten sind ja die Sozialsparten und die Weltsozialsparten. Ich hatte gerade wieder die Begegnung mit dem WWF, also sicherlich auch eine dieser Weltsozialsparten, die riesige Schäden anrichten, um letztendlich die Spendenbereitschaft der Menschheit hochzuhalten, so auf dass die Geschäftsführer und die ganzen moralischen Spendenerpresser gutes Geld verdienen. Aus diesem Grunde ist ja im Programm der PDG, der Partei des Gemeinwohls, selbstverständlich jede Form der Erbettelei von Geldern verboten. Schluck Wasser. Hier unten rechts an das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, schneller hören macht Freude. Und das heißt also, dass die Sozialsparten, wenn im Kopf eines Sozialspartlers hier ein Irrtum entsteht, und dieser Irrtum für ihn einen Vorteil auf Kosten der Gesellschaft bedeutet, dann hat das unter Bedingungen der Arbeitsteilung einen riesigen Vorteil. Hier haben wir den Sozialspartler, der selbst sagt, oh, ich darf auf keinen Fall, der also in der Wahrheit lebt, ich darf auf keinen Fall irgendwie der Versuchung erliegen, dass ich in etwas reinrutsche, wo ich quasi mehr Sozialfälle erzeuge, mehr Kundschaft erzeuge, um mehr Karrieremöglichkeiten und mehr Geld zu bekommen. Ja, das ist der in der Wahrheit seiende Sozialspartler, aber der sich irrt, der glaubt weiterhin, dass er Gutes täte, aber er irrt sich und dass seine Irrtümer führen dann dazu, dass es mehr Sozialfälle gibt, dass also die
die Zahl der Sozialfälle ansteigt, der Arbeitslosen ansteigt, der Migrations- und Asylfälle ansteigt, die Zahl der Hungernden in der Welt ansteigt und so weiter. Das ist das Wirken der Sozialsparten, ja, der NGOs und der Weltsozialsparten und der normalen Sozialsparten. Und jetzt hatten die Vorstellung, aha, die sozusagen haben, also wie kam es zur Entstehung von Gradido und von Silvio Gesell und der Zinskritik und dem Kritik am sogenannten Schuldgeld und all diesen Dingen? Ja, das kam daher, dass jetzt hier ein Irrtum entstand. Ein riesiger vorteilbringender Irrtum. Und den kann man so beschreiben, ja, hier, alle Neugeborenen sind gleichermaßen Genies. Ich habe es schon tausendmal erwähnt, ne? Und das heißt, dieser Irrtum leugnet, sagt quasi, die ganze Naturwissenschaft hat Unrecht mit ihrer Evolutionsbiologie. Denn die Evolution ist nur ein anderes Wort dafür, für Ungleichheitserzeuger. Die Evolution, jeder von uns hat in sich ein Genom, die Eizelle einer Frau und die Samenzelle eines Mannes haben ungefähr einen halben Satz eines Genoms und ungefähr über den Daumen gesagt, da spielen noch die Mitochondrien rein, die dann in der Eizelle drin sind und die bei den Männern fehlen. Da spielt noch mit rein, dass die Männer eben nur entweder ein X-Chromosom oder ein Y-Chromosom weitergeben können, die Frauen immer in der Eizelle immer ein X-Chromosom haben, aber dann kann es zu allen möglichen Veränderungen kommen in diesem Genbestand, da wird kräftig geschüttelt und gerührt und dann kann es zu, kommt es zu kunterbunten Veränderungen, sodass eigentlich wir eigentlich nur zwei ziemlich gleiche Lebewesen haben, das sind die sogenannten eineiigen Zwillinge oder eineiigen Drillinge. Ich weiß nicht, ob es auch schon mal eineiige Drillinge oder Vierlinge gegeben hat. Auf jeden Fall, das sind Leute, die ungefähr den gleichen identischen Genbestand haben, im großen Ganzen und die sich nur geringfügig auseinanderentwickeln, je nachdem, dass sie schon im Uterus eine unterschiedliche Lage haben. Also hier sozusagen, da entwickelt sich, wenn wir sich vorstellen, dass hier sie zwei davon haben oder drei oder vier, dann liegt der eine in der schlechteren Position, der andere in der besseren Position und so weiter. Und schon kommt es zu kleinen Auseinanderentwicklungen, auch bei den eineiigen Zwillingen. Und so entwickelt sich sozusagen nach und nach auch bei den eineiigen Zwillingen Unterschiede. Wenn die jetzt auch noch in, als Adoptivkinder vielleicht eines adoptiert wird oder einige adoptiert werden, dann kann es sein, dass die eben dadurch, dass sie in unterschiedlichen, ja, also hier ein Kind, eins von den eineiigen Vierlingen wächst hier auf und die anderen in anderen, hier in anderen Familien oder Gruppensituationen und so weiter. Und dann entwickeln sich diese Kinder natürlich immer mehr auseinander, kriegen teilweise andere Nahrung. Ja, in vielerlei Hinsicht können sie sich auseinanderentwickeln. Dennoch sind sie aber alle irgendwo noch ziemlich ähnlich. Also das heißt, wenn hier zum Beispiel von einer sehr fähigen Mutter und einem sehr fähigen, genetisch sehr fähigen Vater hier eineiige Vierlinge geboren werden, dann, da der Apfel nicht allzu weit von Stamm fällt, sie haben fast praktisch nur ganz minimale genetische Unterschiede sozusagen, die sind wirklich fast, also können wir vernachlässigen, die Unterschiede bei eineiigen Zwillingen. Und und
Ja, und die Umweltbedingungen variieren, unterschiedliche Aufzuchtbedingungen. Und dann werden die Kinder, diese vier Kinder vielleicht, wenn sie dann Erwachsene sind, von der Leistungsfähigkeit, von der Intelligenz, dem Bildungsstand etwas streuen. Ja? Aber wenn diese Mutter hier vier nicht eineiige Kinder, sondern vier normale Kinder hat, dann ist einfach nur die Streuung viel größer. Ja? Denn dann wirkt nämlich die Tatsache, dass eben ja bei jedem Kind auch noch Unterschiede, größere nennenswerte Unterschiede in der Genetik vorliegen, und dann streut das Ganze einfach ein Stück mehr, ja? Und das ist eben der Punkt, und das ist alles ja bewiesen, was ich jetzt geschildert habe, ist ja längst bewiesen, ist ja schon längst tausendfach bewiesen, ja? Das heißt also, die Streuung bei eineiligen Vierlingen ist viel kleiner als bei den Kindern der gleichen Eltern, wenn diese vier nicht eineiig sind, weil sie dann jedes Mal, weil es darum geht, Ungleichheit zu erzeugen. Evolution ist der große Ungleichheitserzeuger. Und wenn dann Kinder hier geboren werden, ist es auch wieder so, bei den eineiigen Vierlingen ist die Streuung nur so ungefähr. Egal welche Einflüsse da, und bei den vier Kindern desselben Elternpaares streut aber auch das Ganze wieder etwas breiter. Aber was eben auch bewiesen ist, dass Kinder von geistig behinderten Eltern tendenziell auch wieder geistig behindert werden. Und Kinder von hochintelligenten Arbeitsplätzeschaffern und Innovatoren und Erfindern und Produktentwicklern und so weiter, dass die auch ungefähr auch wieder Kinder bekommen, von die meistens auch wieder hochintelligent, hochgebildet und hochleistungsfähig sind und wieder Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und das wird jetzt einfach ja durch den Irrtum der Sozialspaten verleugnet. Und die Sozialspaten pumpen jetzt also ihre vorteilbringenden Irrtümer, hier die Sozialspaten pumpen ihre vorteilbringenden Irrtümer in die Weltbevölkerung hinein, und die wirken als Propaganda, als Gehirnwäsche, als Killerviren des Geistes, als Massenmanipulationen, und dadurch kommt es dazu, dass die ganze Gesellschaft mithilft und lauter Sozialfälle erzeugt, und zwar eben dafür sorgt, dass hier sehr viele Kinder geboren werden und dadurch zwar die Gesellschaft nach und nach zerstört wird und kaputt geht, aber die Sozialspartler unheimlich viele Kundschaft haben, viele Leute, die sie betreuen können, ja? Und das ist die ganze Geschichte, so dass man also jetzt sagen kann, hier, dadurch haben diese unheimlich viel Erfolg, können hier mehrere leibliche Nachfahren ernähren, ja, und können hier auch Schüler gewinnen, Azubis, wird das an den Universitäten gelehrt, da gibt's dann die Sozialsparten auch an der Uni, die Sozialpädagogik, die Sozialarbeit und so weiter. Und da werden diese vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler multipliziert und gehen dringend von da aus dann über die Sozialindustrien in die Gesellschaft hinein, und es kommt zu einer Gehirnwäsche, und die ganze Bevölkerung ist dann infiziert von solchen Gedanken, und dann kommen die Entwickler von Gradido zum Beispiel oder Silvio Gesell und werden eben beseelt von dieser Gehirnwäsche und glauben jetzt an das Ammenmärchen davon, dass alle Kinder, alle Neugeborenen Gold wert seien und alle Genies seien, dass es eigentlich nur auf Fehler unseres Bildungssystems zurückzuführen sei angeblich, dass es eben so viele Unterschiede in der Leistungsfähigkeit von Menschen gibt. In Wirklichkeit liegt das überwiegend an der Genetik, genauso wie es überwiegend an der Genetik liegt, wenn der eine 2,35 Meter groß wird und der andere Mann 1,35 Meter groß wird. Ja? Das heißt also, diese
Unterschiede sind überwiegend, und das ist längst bewiesen, überwiegend genetisch. Und zumindest die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler sagen quasi, es gebe diese genetischen Unterschiede gar nicht. Der Mensch sei eine Tabula rasa und nur die Gesellschaft entscheide, was aus diesen Menschen wird. Schluck Wasser. Und das ist der übliche Erbe-Umweltstreit, der längst naturwissenschaftlich entschieden ist, dass das Erbe eher tendenziell den größeren Anteil ist, hat, auch wenn wir bei der schlechtesten Zahl bleiben, dass die Genetik, das Erbe nur 50% Anteil hätte und die Umwelt 50% Anteile hätte, ist es aber sozusagen eine völlige Gehirnwäsche, wenn jemand die Idee verbreitet oder ein Konzept erarbeitet auf der Grundlage dessen, dass das Erbe gar nicht, also die Genetik gar nicht existieren würde. Ja? So, und jetzt hat also jemand solch ein antiwissenschaftliches und naturwissenschaftleugnendes sozialspartlerisches Irrtumsweltbild, und dann fängt er an und sagt, ja hoppla, jedes Kind, das geboren wird, da muss es doch ein Geld geben, das muss doch sofort ein Grundeinkommen bekommen, ein hohes Grundeinkommen, war ein Lebensgeld und so weiter. Und das führt dann eben wie immer dazu, dass dann hier einerseits ein gewisser Anreiz ist, auch Kinder zu bekommen, wobei hier wir ja auch die Fehlentwicklung in den Gesellschaften haben, dass die Karrierefrauen eher bestraft werden, wenn sie ein Kind bekommen, und wegen so einem kleinen Lebensgeld, naja, würde so eine Frau nicht aufhören, die Karriere zu machen, die würde sich wahrscheinlich hier immer noch gegen Kinder entscheiden und für Karriere, wenn auch in anderen Teilen der Welt, weil sie natürlich in einem Land, wo sie nichts mehr verdienen kann, nicht bleiben würde. Sie würde also das Land sofort verlassen. Dadurch würden hier Arbeitsplätze sozusagen verloren gehen, weil diese Frau ihre Arbeitsplätze ins Ausland mitnimmt, sozusagen. Es entstehen hier in Deutschland Arbeitslose. Dadurch nimmt schon mal relativ gesehen die Zahl der Sozialfälle wieder zu, weil eben mehr Arbeitslose dazukommen. Die Sozialspartler können sich bereichern auf Kosten der zusätzlichen neuen Kundschaft und können Karriere machen. Und dann wirkt aber dieses Lebensgeld, wirkt quasi wie eine Kinderbekommprämie, eine Kinderzuchtprämie, gerade für alle geistig Behinderten, Unfähigen, Dummen, Arbeitsunfähigen und so weiter, die dann eben jetzt plötzlich ganz viele Kinder bekommen, weil es dafür über einen riesigen Geldsegen gibt, sozusagen. Ja? Und das führt dann dazu, dass wir hier Massen an Sozialfällen haben, hier die Fähigen wandern ab, weil sie das Ganze ja irgendwie, das wird völlig übersehen, dass ja irgendjemand das Futter für diese hier auch erarbeiten muss, und die Fähigen werden dann sagen, ja, ach, ich habe aber keine Lust, viel zu arbeiten, um dann gar nichts dafür zu kriegen, weil ich in erster Linie ja hier diese Armee an unfähigen Kindern ernähren muss, ja. Und dann verlassen diese Deutschland und es bleibt niemand mehr übrig, der überhaupt Produkte herstellt, so dass die im Prinzip mit dem Geld, mit dem Grundeinkommen letztendlich gar nichts anfangen können, mit dem Lebensgeld gar nichts anfangen können, weil niemand mehr da ist, der ihnen dafür etwas gibt, für dieses wertlose Geld letztendlich und so weiter. Naja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es also die Gehirnwäsche der Sozialspaten ist, dass die Menschen zu so verwirrten Konzepten wie Gradido oder Silvio Gesell, zinsfreies Geld und so weiter bewegt, ja. Und dann soll es auch noch so gewesen sein, denn wenn das Geld dann auch noch zerfällt, also dieses Gradido, und das sind ja alles sogenannte Schwundgelder, das heißt, die haben riesige eingebaute Inflationsraten, und was macht man mit einem Geld, das eine riesige Inflationsrate hat? Das will keiner haben, sondern
Die Leute investieren es ruckzuck in irgendwelche Dinge, Unternehmungen zum Beispiel, und die sind aber dann nicht durchdacht. Es kommt zu lauter Fehlinvestitionen, es werden unheimlich viele Energie und sehr viele Ressourcen verbraucht und verbrannt, und am Ende bleibt davon nichts übrig, weil lauter Schnellschüsse in Fehlinvestitionen getätigt wurden, und dann ist so etwas völlig kaputt. Ja, und das bedeutet da letztendlich, und dann kommt es noch dazu, dass jeder nur noch wertstabile Güter haben will, und das Geld will niemand mehr haben, und irgendwann wird niemand mehr irgendwas verkaufen, weil er dieses Geld nicht will, weil er das Geld ja dann auch nie wieder los wird und das Geld ja dann sich von selbst Richtung Null bewegt, weil es ja eine riesige eingebaute Inflation hat, ne? Ja, und so funktioniert die Welt. Ja, das war also zu all diesen Sachen, Silvio Gesell, Wunder von Wörgl, Gradido, zu all diesen Märchen der Menschheit, die kommen über die Sozialsparten, und am Ende erzeugen alle diese Dinge, wenn sie angewandt werden, riesige Armeen von Arbeitsunfähigen und Sozialfällen. Und die einzigen, die davon profitieren, sind die Sozialspartler. Bis dann der ganze Staat kaputt geht, dann gehen auch die Sozialspartler alle pleite und sind auch alle kaputt, die Sozialindustrien. Aber dann können sie ja noch andere Staaten plündern mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, die dorthin gehen, diese dort mit ihren vorteilbringenden Irrtümern infizieren, ja. Und so können sie dann, also zum Beispiel hier, wenn hier Deutschland ausgeplündert ist, wäre durch die Ideen von Gradido und Silvio Gesell und Wunder von Wörgl und so weiter, durch diese Mythen, durch die vorteilbringenden Irrtümer ausgeplündert ist, dann können sie ja das nächste Land ausplündern, den nächsten Kontinent hier, Afrika, Australien, Südasien und Nordasien, Nordamerika, Südamerika. Da gibt es ja noch viele Möglichkeiten, Gegenden der Welt dann auszuplündern für die Sozialspartler, und die wandern dann wahrscheinlich so wie so plündernde Aliens von Kontinent zu Kontinent und plündern einen Kontinent nach dem anderen aus, indem sie in diese Wahnvorstellungen der Sozialspartler verwandeln, ja, und eben lauter Sozialfälle erzeugen. Ja, und jetzt noch ein paar Ideen, ne? Ja, noch einmal, die Wohlfühlstimme anzuwenden, experimentell, ist natürlich immer etwas gewagt, weil funktioniert am besten natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Bundeswahlleiter als echte Wahlstimme, aber man könnte bei Umfragen, Online-Umfragen, also die Blick-Zurück-Technik versuchen, so dass man also quasi, ja, wie haben Sie sich gefühlt? Na, ich guck gerade, ob ich irgendein passendes Bild dafür noch habe. Naja, nee, leider nicht. Ah, doch, vielleicht können wir das hier nehmen, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Ja, und Steuer- und Abgabenleistung. Also das sind hier ja mögliche Steuerungselemente. Und hier die Wohlfühlstimme. Und vielleicht muss man übrigens, ach so, ja, ich lese mal einfach vor. In welchem Bundesland, man müsste also bei der Online-Umfrage wissen, aus welchem Bundesland der Mensch ist. Und dann, wenn er sagt, okay, wenn ich 6 Monate zurückblicke, dann geht es mir jetzt einen Tick besser, einen Tick schlechter oder einen Tick schlechter, ja? Und dann könnte man versuchen, eben im Sinne der Bundesliga, der Bundesländer, der Landesregierungen, die Rangliste der Landesregierung, also die Stiftung Warentest-Rangliste der Landesregierung aufzustellen, nach Bundesländern, ja, und nach den entsprechenden beteiligten Parteien und Ministerpräsidenten, die ja, ja gut,
Da ist dann als Verzerrungsfaktor zu beachten, zum Beispiel die Gemeinwohllobby, die hat vielleicht nicht in jedem Bundesland gleich viele Mitglieder. Wenn die also jetzt ihre Mitglieder anschreiben würde, dann sollte sie nur die Mitglieder derjenigen Bundesländer auffordern, an dieser Umfrage machen oder die Umfrage nur für Bundeslandbewohner machen, in denen die Zahl der Gemeinwohl-Lobby-Mitglieder ungefähr gleich groß ist, damit es nicht von daher zu einem verzerrenden Faktor kommen kann, da sicherlich die Gemeinwohl-Lobby-Mitglieder wieder keiner repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen dürften. Aber wenn es sich um vergleichbare Zahlen handelt, dann wäre das kein Beinbruch statistisch, ja? Und dann andere Möglichkeit wäre, dass man die GWL-Mitglieder generell für solche Umfragen gar nicht informiert. Ne? Das wäre noch eine alternative Möglichkeit. Ja, oder eben, wie ich eben sagte, nur gleiche Anzahl aus jedem Bundesland einladen oder nur die Bundesländer, in denen viele Gemeinwohl-Lobby-Mitglieder leben, gleich viele idealerweise. Das würde gehen, also dass man das macht, habe ich aber schon erwähnt. Also noch einmal, was die Sozialsparten bewirken, ist eine Gehirnwäsche oder Propaganda oder Massenmanipulation, eine Gehirnwäsche durch ihre vorteilbringenden Irrtümer. Und die haben eben Gradido und Silvio Gesells Wahnideen erzeugt. Ne? Dann die repräsentative Wählerstichprobe. Ja, das Parteiprogramm der Partei des Gemeinwohls entstand ja dadurch, dass eben eine repräsentative Wählerstichprobe mit 56% diese Programmpunkte für viel besser befunden hatte als die Programmpunkte der anderen Großparteien. Also circa, hatten wir ja gesagt, 23 bis 35% Vorsprung vor dem Parteiprogramm der SPD. Also das heißt, diese Partei wäre potenziell mehrheitsfähig, nur eben, ja, ich weiß nicht. Das Problem ist natürlich, dass wir im Internet leider kaum wirklich kluge Wähler haben, denn bei solchen ungefähr repräsentativen Wählerstichproben sind sicherlich immer kluge Wähler überrepräsentiert gegenüber den Nichtwählern und den weniger klugen Wählern. Und im Internetfernsehen erreichen wir leider nur sehr wenige kluge Wähler, weswegen die auch im Internet ist sozusagen der Hort, wo jeder Blödsinn geglaubt wird, aber die vernünftigen Sachen leider wenig Fans haben. Ne? Nun gut. Und die Partei des Gemeinwohls, PDG, ist die einzige gute Partei. Wie haben Markt, Wirtschaft und Pseudoplanwirtschaft ihr Leben zerstört, habe ich jetzt schon oft genug beschrieben. Zusätzlich ihr Leben unmerklich oder merklich zerstört, ja. Zusätzlich ist es so, wir müssen wahrscheinlich auch eine Wohlfühlerwartungskurve bilden. Wir haben ja hier die Gesundheitsaufwanderwartungskurve. Warum haben wir die? Damit nicht eben die Menschen, die häufiger krank werden, sozusagen von den Ärzten rausgeekelt werden, sondern dass eben der tatsächliche Gesundheitsaufwand verglichen werden kann mit der Aufwanderwartungskurve, sodass die Ärzte sich freuen über schwer Kranke und Menschen aus sehr kranken Familien, weil sie da gutes Geld verdienen können. Und genauso muss man wohl auch eine Wohlfühlerwartungskurve machen. Man muss einfach gucken, wie nach dem Alter die Wahrscheinlichkeit, je nach
Jahrgängen, je nach Alter, abhängig vom Alter sozusagen die Wahrscheinlichkeit sich verändert, dass die Menschen Verschlechterungswerte, Mitteilungen an den Bundeswahlleiter machen. Und dann muss man dann irgendwie da irgendwelche korrigierenden Faktoren reinrechnen, sozusagen, sodass dann das Rausekeln älterer zum Beispiel verhindert wird oder überhaupt eben das Rausekeln von Menschengruppen, die typischerweise bekannt dafür sind, das könnten auch junge Leute sein, die typischerweise dafür bekannt sind, dass sie überproportional viele Verschlechterungsmeldungen an den Bundeswahlleiter senden. Da müsste man also Korrekturformeln entwickeln, ja? Korrekturformeln. Eine geringere Gewichtung solcher Gruppen oder der Verschlechterungsmeldung solcher Gruppen. Und dadurch kommt es dann dazu, dass keine der beteiligten Gruppen, also kein Marktleiter, kein Gesundheitsteamleiter, niemand, also kein Hausarzt, die Tendenz bekommt, potenziell problematische Personengruppen typischerweise auszusondern. So im Idealfall auch, dass der Arzt also auch keine Tendenz bekommt, älter werdende Menschen wegen ihres höheren Sterberisikos rausekeln zu wollen. Und dafür muss man die entsprechenden Korrekturen machen, sodass jeder Arzt sich sagt, ganz egal wie alt ein Mensch ist, jeder ist ein willkommener Kunde und ich mache einfach das Beste aus daraus, was ich rausholen kann und ich verdiene damit gutes Geld und es bringt mir gar nichts zu versuchen, bestimmte Menschengruppen zu diskriminieren. So muss es sein. Darauf müssen wir also achten. Ne? Ja, über die Sozialindustrien habe ich ja schon oft gesprochen. Diese Sozialindustrien, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt, Caritas und so weiter, Sozialindustrien, das sind alles Sozialindustrien mit gewaltigen Verbreitungsmöglichkeiten für ihre vorteilbringenden Irrtümer. Wer denkt, dass es die vorteilbringenden Irrtümer nicht gäbe, der meint, wir bräuchten die Gemeinwohlwirtschaft nicht. Ja, das ist gerade so der Punkt, leider, wenn man die Bildungslücke hat, dass man die Psychologie der vorteilbringenden Irrtümer nicht versteht, also gar nichts von Psychologie versteht, von echter Psychologie, dann meint man eventuell fälschlicherweise, man bräuchte die Gemeinwohlwirtschaft nicht. Ja, und jetzt nochmal Bildungsreform. Wir sollten also die Schule wie eine Uni verstehen, wo ja auch bestimmte verschiedene Fachbereiche und so weiter die gleichen Hörsäle benutzen und so weiter. Also so müssen wir Schule eigentlich als einen Raum von verschiedenen Hörsälen und Arbeitsräumen, Seminarräumen betrachten, ja. Und da könnte man zum Beispiel sich die Bildungsreform einfacher machen. Wer unsere bisherigen Bildungsreformkonzeptionen gesehen hat, weiß ja, wie kompliziert die sind, ja, weil es ja darum geht, dass sehr viele Kinder sehr viele Lehrer haben und so weiter. Und man könnte das einfacher machen. Man könnte Teams bilden. Man könnte bestimmte Pädagogikprofessoren, bestimmte pädagogische Richtungen darstellen lassen und die bilden, stellen bei sich bestimmte Mannschaften von gleichgesinnten Pädagogen an, von Kita-Mitarbeitern bis Universitätsmitarbeitern und Berufsschullehrern und so weiter und Volkshochschullehrern, also alles so quasi die Räumlichkeiten wie Volkshochschule, das sind nur die Räumlichkeiten und aber die unterschiedlichen Teams mit ihrem unterschiedlichen pädagogischen Personal unterrichten in allen diesen Institutionen, sodass also nur noch verglichen werden muss, die Teamleitung A, B, C, D, E innerhalb der Schulen, der Unis, der Kitas, der Volkshochschulen und so weiter, Berufsschulen und so weiter. Und ja, überall brauchen wir nur im Prinzip nur erfassen,
die obersten Verantwortlichen sind immer die jeweiligen Teamleiter, ja. Und dann vergleichen wir eigentlich in einer Region vielleicht nur 10 verschiedene, 20 verschiedene Bildungsteams. Und dann werden halt die Teams kriegen die höchste Ausschüttung, die den größten Erfolg haben, also die bei den Kindern, bei den Absolventen, wenn die dann in die ins Arbeitsleben eintreten und erst, dass sie dann sozusagen die Steuer- und Abgabenleistung dieser jungen Menschen bezogen wird auf das Team. Natürlich dürfen die Kinder auch das Team wechseln, wenn sie unbedingt wollen, aber es wird viele geben, die von Anfang bis Ende beim gleichen Team geblieben sind, von der Kita-Mitarbeiterin dieses Teams bis hin zu dem Abschlussprof, der die letzte Ausbildung gegeben hat und so weiter. Und dann letztendlich entscheiden die Arbeitgeber, die prüfen ja dann auch die jungen Bewerber auf Herz und Nieren. Und zahlen ihnen ja so viel Gehalt, wie sie diese als wertvoll einschätzen, kreativ, innovativ, begabt, talentiert, gemeinschaftsfähig, führungsfähig und teamfähig und so weiter. Und dann kriegen solche Kinder dann größere Gelder bezahlt und diese Gelder werden positiv rückgerechnet, diese Steuern und Abgaben, höheren Steuern und Abgaben solcher jungen Leute werden dann ihrem Teamleitern oder den wenigen Teamleitern zugerechnet, mit in denen sie Zeit verbracht haben. Und das lässt sich viel einfacher rechnen, ist also praktischer und dadurch könnte man sich die Bildungsreform drastisch vereinfachen. Ja, das würde sich auch treffen. Wir hätten dann das Waldorf, wie nennt sich das nochmal, das anthroposophische Bildungskonzept. Wir hätten andere Bildungskonzepte immer vertreten durch eine Teamleitung. Ja, und diese Teamleitung ist die oberste Verantwortliche. Und ja, und dann und wenn dann jemand mal für ein paar Jahre in eine andere Teamleitung wechselt, weil er jetzt mal ein anderes Bildungskonzept die Eltern ausprobieren wollen mit diesem Kind, ja, dann ist das zum Beispiel für 3 Jahre und das kann man alles viel einfacher rechnen. Das ist eventuell statistisch schneller und leichter auswertbar als unser altes Konzept und so weiter. Ja? Und alle Bildungskonzeptionen wären dabei vertreten durch verschiedene Teamleitungen in gesundem Wettbewerb miteinander. Wie fällt die Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen bei Teamleitung K verglichen mit Teamleitung T aus und Bildungsleitung. Man könnte statt Teamleitung auch sagen Bildungsleitung T, Bildungsleitung A für Anthroposophie und so weiter. Das wäre ein anderes Design zur Leistungsmessung im Bildungssystem als bisher. Ja. Ja. Ja, also die Idee nochmal bei Gradido, dass quasi jedes Neugeborene weltweit erhält riesiges Geld. Das würde also bedeuten, dass jetzt wir die USA zwingen müssten, quasi viel Geld nach Afrika zu pumpen, um dort die ganzen arbeitsunfähigen, nicht nur die arbeitsunfähigen Mütter vor dem Verhungern zu schützen, sondern auch die arbeitsunfähigen Neugeborenen vor dem Verhungern zu schützen und so weiter. Und das ist nichts anderes als eine Massenproduktion von Sozialfällen, ja. Und dabei wird auch völlig übersehen, dass ja auch Menschen einen CO2-Auspuff haben. Wir sind ja auch nichts anderes als Verbrennungsmotoren, ja. Nicht nur Rinder und Nutztiere haben Methan- und CO2-Ausstoß, sondern auch Menschen, ja. Wir sind ja auch nur Verbrennungsmotoren, ja. Bei uns ist so, bei uns kommt Sauerstoff rein und mit dem Sauerstoff verbrennen wir das, was wir mit der Nahrung aufgenommen haben. Und in uns läuft eine langsame Nicht-Verbrennung mit nicht offener Flamme, aber trotzdem eine Verbrennung.
Und dann gasen wir CO2 raus. Also ja, und von daher ist schon die Überbevölkerung mit Menschen nicht unproblematisch, sondern zu sehen. Und generell ist quasi dieser ein Riesenirrtum, dass der Gedanke, dass die Überbevölkerung bedeutungslos sei. Und ja, also. Das war jetzt die Sendung dazu, wie solche Wahnvorstellungen wie Silvio Gesell, Zinsgeld, Schwundgeld, wie sie alle heißen, wie diese Dinge alle heißen, wie solche Dinge entstehen konnten, letztendlich durch die Gehirnwäsche, die von den Sozialspartlern ausgeht, die plündernd über die Welt herfallen und die ganze Welt in Sozialfälle zu verwandeln neigen und dabei einen Staat nach dem anderen zu ruinieren neigen. Und in Deutschland sind die Sozialsparten, nirgendwo sind die, auf der Welt sind die Sozialsparten stärker als in Deutschland. Und deswegen würde dann Deutschland das erste Land sein, was dementsprechend zerstört wird. Die Grünen werden in der neuen Regierung dafür sorgen, dass wir diesen Wahn begehen und eben quasi ganz viel Anreize setzen, dass möglichst viele arbeitsunfähige Eltern, möglichst viele arbeitsunfähige Kinder in die Welt setzen werden, auf dass die Sozialspartler Kundschaft bekommen. Denn die Grünen sind ja unterwandert von ganz vielen Sozialspartlern. Ja, das war's für diese Sendung. Tschüssi, bis bald.